Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Überlebenskünstler und Freizeitstrategen da draußen, hier zurück auf der Tycoon. Wir sind in dem nächsten System, in dem sich vielleicht unsere Hoffnung erfüllen. In Ilia. Wir sollen Remus finden und ich würde sagen, wir versuchen das jetzt direkt mal. Was finden wir hier? Oh, erstmal noch gar nichts. Warum finde ich hier nichts? Jetzt. Genau, also Zusammenfassung. Trotz der Interferenzen durch die dichten Wolkendecke und auf Palatin konnte unsere Sonde eine ungewöhnlich hohe Konzentration von Quecksilber auf der Oberfläche entdecken. Die Umgebung ist toxisch, sollte aber für unsere Teams kein Problem darstellen. Wir sind auf Palatin gelandet, nahe den höchsten registrierten Ansammlungen von Quecksilber. Halt giftig, ne? Ein riesiger Fluss des Elements stürzt über eine Klippe wie ein silberner Wasserfall und mündet in einem mehr Kilometer entfernten Ozean. Ich lokalisiere jetzt erstmal die Quelle des Flusses, würde ich mal sagen. Rein aus Neugier, bevor ich jetzt hier irgendetwas baue. In der Zwischenzeit, wir haben ja eigentlich alles weitgehend im Griff. Alles, was wir jetzt eigentlich noch tun müssen, ist Eisen finden. Das versuchen wir jetzt auch gerade eben. Ich versuche aber auch nochmal so ein bisschen jetzt hier Forschung zu tätigen. Weiß noch nicht so recht, was ich jetzt hier nehmen soll. Vielleicht soll ich mal Stahlwerk machen, Abwärmezufuhr. Energie müssten wir jetzt nicht wirklich reduzieren. Drohnenbucht könnten wir jetzt hier noch machen, dass die noch mehr mitnehmen können. Ja, für noch mehr Transport. Komm, machen wir einfach mal so rein aus Prinzip. Und jetzt schauen wir mal, wohin uns jetzt hier die Reise im wahrsten Sinne des Wortes hier führt. Ich finde es ja toll, dass dieses Spiel jetzt auch einen anderen Sound hat. Also andere Musik, es ist nicht mehr so bedrückend. So, jetzt will ich gerade eben hier nochmal eine weitere Sonde starten, weil irgendwo hier ist auch Eisen in größerer Menge. Da. Denn wie gesagt, Eisen ist etwas, was wir wieder brauchen werden. Ganz klar. Das Team der Focor hat die Quelle gefunden. Ein riesiger See aus Quecksilber, aus dem das flüssige Metall fließt. Während der Untersuchung stürzte Monica Montana in den See und hat dabei eine große Menge Quecksilber aufgenommen. Oh shit. Monica Montana Taano konnte gerettet werden, scheint jedoch multiple Halluzinationen erlebt zu haben. Sie beschreibt UNO-Angriffe auf Dolos-Infrastruktur, Kriege, Hungersnöte auf der Erde sowie gigantische zusammengedrängte Menschenmassen, die vor tödlichen Mobs fliehen. Manch einer würde es vielleicht vermuten, oh, da hat sie jetzt einen Blick in die Vergangenheit geworfen. Nee, das ist das, was sich ihr Unterbewusstsein höchstwahrscheinlich selber aufgrund all dem, was wir ja wissen, was höchstwahrscheinlich passiert ist, zusammengereimt hat und deswegen hat sie eine Art Horrortrip erlebt. Die Dolos-Sicherheitsprotokolle empfehlen Monika sofort auf eine Krankenstation zu überführen. Ja, das machen wir. Ja, wir machen das jetzt hier mit der Krankenstation auf jeden Fall. So, zurück zu Tycoon. Die docken jetzt gerade eben an. Dass wir die gute Frau jetzt hier sofort dahin bekommen, ne? Das ist wie gesagt. Leider konnten wir das andere jetzt nicht machen, aber 100 Forschungspunkte sind ja schon mal eine ganze Menge, muss man einfach mal sagen. So, wie viel Schäden haben wir jetzt eigentlich? Minus 130 durch Foliesprünge, 40 durch offene Sektoren, 20 durch beschädigte Gebäude. Wir haben irgendwo noch intensive Arbeitszeiten. Hier mehr Arbeit, mehr Arbeit, mehr Arbeit. Optimal. Hier haben wir auch noch einiges übrig, wie ich gerade sehe. Also hier fehlen 15. Also ich schicke jetzt mal von der 3 in die 2 15 Leute. Dann hier in der 1, da fehlen halt locker 30 Leute. 35. Habe ich die hier noch? Ja, easy. Von der 3 in die 1... 35 Arbeitskräfte. Und dann haben wir hier auch noch 5 in der 6. 5 fehlen in der 6. Population transfer complete. Go. Dann haben die nämlich jetzt hier auch optimal. Dann haben die hier bald optimal. Und dann haben wir hier überall optimal. Das wäre jetzt hier so ein bisschen mein Wunsch. Oh, was haben wir denn da? Greetings, people of the VVS Tycoon. I am Agora of the third generation.
We, the Ashton Guides, know that you have been searching for Remus for a long time. However, we have established a delicately balanced ecosystem here on this planet that cannot suffer your presence. We remember Dolas as our first and closest ally, as the one who made the Neocon Parcheville teachings visible. Pioneers of genetic Conatus, you have suffered repression, persecution, and extermination. In memory of the doors you opened for us, of our common past, it is our turn to open the door for you. There is a way for you and your crew to join us. You may be a part of our community. Shape it. We will no longer be we. You will no longer be you. We will become us. For this to happen, you will need to be genetically optimized for life on Remus. We will incorporate your genetic heritage into our society. You will follow the elder process my predecessor applied to us. You will be adapted to the planet's gravity, to photosynthesize. You will live in symbiosis with Remus. Let me be clear. Humanity's mistake has been its attempts to transform ecosystems, to deny its place in them. We do not terraform, we change. We are not intruders. We are a crystalline part of the ecosystem. You will live longer and work according to your abilities and passions. Our elites guide us with pragmatism, intellect, empathy, and with sensibility. We have no other interest than to follow genetic Conatus. Let us show you the new cradle of humanity. Trust in genetic Conatus. We followed a self-similar pattern. Okay. Wir haben Remus gefunden. Wir haben ganz offensichtlich Remus gefunden. Und nun soll ich die Ashtangliten hier treffen. Ich hole mir aber trotzdem jetzt erstmal ganz, ganz kurz die Tech hier, ne? Damit hier nichts irgendwie schief geht oder sowas in der Art und Weise. Ich meine, ich habe jetzt kein Interesse daran, das jetzt hier alles noch länger, noch mehr in die Länge zu ziehen. Wenn es nach mir geht, werden wir jetzt einfach versuchen, das zu tun, was die wollen. Also die sind schon da und haben sich an den Planeten angepasst. Und sie sind offensichtlich bereit dazu, uns aufzunehmen. Aber wir müssen uns anpassen. Genetisch anpassen. Bin gespannt, wie das ablaufen soll. Vielleicht ist das die letzte Technologie, die uns noch nicht so ganz geläufig ist. Wir werden es herausfinden, Freunde. Das wäre auf jeden Fall cool. Ich kann gerade mal gucken, ob wir noch mal irgendwas techen können. Drohnenbucht habe ich jetzt noch weiter verbessert. Drohnen sind auch schneller. Ich mache das auch nochmal. Sind die Drohnen geil. Also wenn ich damit fertig bin, bin ich ehrlich gesagt sogar der Meinung, ich fliege direkt darüber. Hier liegt ja auch noch 72 Tech rum in Plutarch. Da gibt es also einiges für uns jetzt hier noch zu machen, wenn wir das wollen. So, du fliegst jetzt mal dahin. Ich rechne damit, dass wir dann mit der Tikun jetzt auch noch hier rüberfliegen müssen. Davon gehe ich ganz stark aus. Hier wird jetzt endlich wieder Eisen eingelagert. Muss ich gerade mal gucken. Ja, gucken wir mal, dass wir das jetzt hier alles einlagern. Also erstmal hier alles rein und dann hier alles rein. So Stück für Stück. Nahrungsmitteltechnisch sieht es auch überall gut aus. Ja, wir sind nahrungsmitteltechnisch top aufgestellt. Da kann man nicht meckern, ne? Also da verhungern werden wir nicht. Zumindest nicht fürs Erste. So, gleich kommen wir an. Die Ashtangliten sind also hier. Aber das sind ja auch die, die gegen die UNO gekämpft haben. Ich bin gespannt.
Agora, der dritte Generation, hat uns stellvertretend für die Ashtangliten dazu eingeladen, eine Delegation nach Remus zu schicken, um ihre Gemeinschaft auf dem Planeten und ihre Art zu leben zu beobachten. Administrator, wir wurden sehr feierlich von den Ashtangliten empfangen. Ihre Morphologie ist anders als unsere. Sie sind größer, dünner und ihre Haut weist einen leicht grünlichen Farbton auf. Atmosphärische Messungen zeigen, dass zwar Sauerstoff vorhanden ist, aber nicht in ausreichender Menge, um die unangepasste Tikun-Besatzung ohne Atemhilfe auf Remus zu versorgen. Wir fanden weder Anzeichen für Armut oder noch Konflikte und die Bevölkerungsdichte ist viel geringer als die auf der Erde, die wir verließen. Ja, kein Wunder, wie sollen die sich das auch alles hier wieder aufgebaut haben? Milliarden von Menschen innerhalb von 2 Generationen kriegst du nicht hin. Gut, wir treffen die Ashtangliten. Bin gespannt, was die jetzt hier von uns erwarten. Ich mache in der Zwischenzeit einfach nur ganz vorsichtig weiter. Wer weiß, ob wir nicht vielleicht am Ende noch etwas hier brauchen. Es muss doch möglich sein, dass ich das jetzt hier alles gleichzeitig treffe. Nee, da werde ich nicht gleichzeitig treffen. Muss ich halt zweimal im Zweifelsfall. Aber wie gesagt, es ist halb so schlimm. Wir sind zum ersten Mal gut ausgestattet, was Ausrüstung angeht. A probe has completed its scan. Und daneben haben wir dann nochmal eine riesige Menge an Silizium. Also wir werden nicht an Ressourcenmangel sterben, das ist schon mal klar. So. Und dann noch das hier schnell. Gut. A science ship team has completed a task. Wir haben die Vertreter der Ashtangliten getroffen. Zuerst überraschte uns die einfache Zeremonie für ein, wie uns scheint, derart bedeutsames Ereignis. Wir wurden an einem Strand empfangen und anschließend zu einer Klippe mit Blick auf ihren Ozean geführt. Viele Ashtangliten schlossen sich uns an. Einige schauten einfach nur zu. Andere inspizierten unsere Anzüge und Geräte. Nach unserem Gespräch mit Agora und den anderen wurde uns ein Vorschlag unterbreitet. Wenn wir uns ihnen anschließen, werden die Ashtangliten die Standorte der Tempel in Ilya-System offenbaren. Jeder Tempel enthält ein Fragment eines Bauplans für ein Biotechnologiezentrum. Wenn wir dies an Bord der Tikun errichten, können wir an das Leben der Remus angepasst werden. Okay, dann ist es ja offensichtlich. Klaro, wir akzeptieren. Da gibt's gar keine Diskussion. Ich meine, also eigentlich würde das wahrscheinlich schon eine echte Diskussion bedeuten, aber letzten Endes ist es halt einfach so, der Planet unterstützt de facto ja unsere Art von Leben nicht. Also das heißt, wir müssen uns so oder so anpassen. A science ship team has completed a task. Wir haben die Signale der 3 Ashtangliten-Tempel im Ilya-System erhalten. Nun können wir die Tempel mit unseren Sonden orten. Das ist der Weg. So, studiere die ashtanglitische Technologie. Machen wir auf jeden Fall. Habe ich dadurch jetzt eigentlich schon mal eine neue Tech bekommen? Nee, das habe ich nicht. Ich schätze mal, dass das hier sein wird. Dann gehe ich ganz stark aus. So. Wie gesagt, ich werde jetzt erst anfangen zu scannen, wenn es in meinen Augen Sinn macht. Momentan macht es noch keinen Sinn. Ich will erst die Technologie haben, damit ich die jetzt hier dann scannen kann. Ich fand es interessant, ein bisschen sahen die so aus wie die Avatar-Aliens, nur in grün. Als ob man sich so ein bisschen an denen orientiert hätte. Bei 2, 1 und fertig. 150 Forschung. Okay, die ashtanglitische Technologie ist stark von ihrer terrestrischen Erbe beeinflusst. Beinhaltet aber oft eine Form der genetischen Manipulation. Ochsen werden zum Düngen ihrer Felder eingesetzt. Ihre Schwänze sind zum Pflügen angepasst. An Bäume wachsende Früchte von beachtlicher Größe und ihre Rinde dient als Nahrung für andere riesige, blattlausartige Kreaturen. Ashtangliten-Gebäude bestehen aus behauenen Steinblöcken und einem Pilz, der die Struktur im Laufe der Zeit formt und verstärkt. Ihre Wissenschaftler machen uns auf die Wachvögel aufmerksam, die als Ausguck fungieren und per Ultraschall kommunizieren. Wir haben einen detaillierten Bericht über das mit uns geteilte Wissen angefertigt.
Okay. Krass. Das sind Weltraumelfen. Kommt bestimmt gleich irgendwie eine Meldung, dass ich da irgendwas erforschen soll. Na, weil noch habe ich ja nichts. Finde den Tempel des Verdienstes. Okay, nee, ich muss also jetzt erstmal diese ganzen Tempel finden. Na gut, dann versuchen wir das jetzt. Da ist irgendwas in der Nähe. Da ist der erste. Wie gesagt, wir sehen ja zum Glück, was Storyline-relevant ist. Jetzt gegen Ende werde ich jetzt zugemüllt mit Forschungspunkten, ich sag's euch. Und ich weiß gar nicht, wohin mit all dem Zeug jetzt noch. Ich will noch weiter die Drohnenbucht verbessern. Wie gesagt, die finde ich auch super wertvoll. Sechste Segment der Tycoon könnten wir dann zum Spaß noch aufmachen. So, wir haben den Tempel des Verdienstes gefunden. Dann gucken wir mal, da drüben ist auch nochmal irgendeiner. Jawohl. Das finden wir zum Glück leicht. Eisen haben wir jetzt schon eine ganze Menge eingesammelt. Ist halt jetzt echt der Gag, ne? Also ich könnte jetzt halt wirklich hergehen und sagen, komm. Just for the lols. Und weil es garantiert auch noch ein Achievement gibt, heben wir die Sparren jetzt hier auf. Wir öffnen jetzt noch den letzten hier. Auf in die 5 hier. Ein paar Sachen hier rüber karren. Wie gesagt, Begründung, weil ich es kann. Und vielleicht brauche ich den Platz ja auch noch. Für die Aufgabe, die noch uns bevorsteht. Batterien sind ja schon ziemlich krass unterwegs hier. Können natürlich jetzt auch anfangen, um noch Leute rauslassen. Ganz im Ernst, why not? Wir können jetzt wieder Leute rauslassen. Ich meine, die Nahrungsmittelversorgung gibt es sowieso her. Da ist das Achievement geräumig genug, heißt das Ding. So. Und jetzt habe ich irgendetwas, was meine Aufmerksamkeit erfordert hier. Hier. Alle Sektoren der Tycoon wurden freigeschaltet. Die Station ist nun voll funktionstüchtig, was die Besatzung motiviert. Ja, toll. Bonus. Okay, Vertrauensbonus 10%. Das könnt ihr euch auch schenken, ganz im Ernst. Da bin ich jetzt relativ stumpf, was das Thema angeht. Wir machen das da dahin. Und wir machen das da dahin. Jetzt ziehe ich jetzt mal hier das hier ausnahmsweise mal da so hoch. Flup, 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 flup. Dann so hin und so hin. Und so hin. Und so hin. Und dann machen wir nochmal eines hier hin für die Nahrung. Dann sorgen wir dafür, dass die Leute hier auch essen können. Ja. Da warten wir nochmal ganz, ganz kurz, bis hier ein bisschen was geerntet wurde. So, 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 so. Also wie gesagt, ich meine das ernst. Wir werden den Laden jetzt hier noch übernehmen. Einfach, weil wir es können. So, und dann machen wir noch Wohnraum dahin. Und das können wir... Ja, in dem Fall mache ich wieder einfache, optimierte Wohnräume. So, das hier können wir auch noch... Habe ich gerade eben erst gemerkt, dass ich da schon immer hätte auf diesen Button da klicken können. Ein Accident has occurred in the Tycoon. So. Und so. Das hier alles mal miteinander verbinden hier, ne?
So, das Entscheidende ist, dass wir das jetzt hier schon mal haben. Gut, jetzt können wir mal nach draußen gehen. Dann haben wir jetzt hier fast die Technik. Ich will das alles jetzt zum Tempel des Verdienstes gehen. Und dann holen wir uns jetzt hier dieses Bauplanteil. Trotzdem kann ich natürlich noch mal ein bisschen rumscannen, ne? Weil es ist kein Fehler, hier die ganzen Ressourcen noch irgendwie greifen zu können. Jetzt muss ich den Tempel des freien Willens übrigens noch bekommen. People of the VVS Tycoon, we have detected the presence of a BMS warship in the Ilya system. Was? The Piranesi has followed in the footsteps of your Vol Trace. We have no weapons, no military solution against such an enemy. To ensure the survival of this settlement in Ilya, you will have to find a way to silence him once and for all. Ernsthaft? Die Piranesi ist da. Okay, wir müssen uns die Piranesi mal anschauen. Wie kann das sein, dass die Piranesi da ist? Wollt ihr mich trollen? Kann ja wohl nicht euer Ernst sein. Das Ding sollte lahmgelegt sein. Wo ist denn das Ding jetzt da? Da ist es irgendwo. So. Darf doch wohl nicht wahr sein. Erstmal rauskriegen, was mit dem Ding ist. Man, wie soll das noch gehen nach so einem Treffer? Ja, und jetzt? Ich habe keine Ahnung, passiert nichts. Offensichtlich ist sie noch nicht so richtig da. Boah, ey, ohne Witz, warum muss dieses Ding jetzt noch da sein? Da haben wir noch Electronics, wie ich gerade eben realisiere, und zwar nicht mal wenige. Oh, stimmt, die brauchen ja hier auch noch den Bahnhof, den wir direkt jetzt hier machen können. Dann können wir ja auch die medizinische Versorgung gewährleisten. Okay, wir haben den Tempel des Verdienstes gefunden, der sich so manifestiert hat, dass unsere Sensoren ihn orten könnten. Das Gebäude sendet schwache elektromagnetische Signale aus, die kaum wahrnehmbar sind. Der Tempel scheint verlassen, wird aber noch mit Energie versorgt. Hier spricht das Team der Foucault. Wir haben im Tempel des Verdienstes angedockt. An einem der Tempelwände befinden sich eine Inschrift in mehreren Sprachen. Hier schließen wir die Illusion des Verdienstes ein. Dieses in Logik gehüllte Hirngespinst war nie mehr als ein Werkzeug für jene, die ihr Leben mit mehr Macht als anderen begonnen haben. Der Verdienst ist ein verdrehtes Spiegelbild, das urteilt, ohne den Ursprung zu verstehen. Diese Illusion verwechselt die Erklärung mit der Ausrede und verhindert so das Erreichen der Wahrheit. Wir folgten den Anweisungen der Ashtangliten und haben einen der drei Bauplanteile für das Biotechnologiezentrum gefunden. Hier befinden sich Opfergaben und Botschaften derer, die von Verdienst abgelassen und das Gleichgewicht gefunden haben. Ich erforsche und untersuche den Tempel. Ich will beides haben. Also ich möchte wissen, um was es da geht. So, ich kann mal gucken, ob ich noch irgendetwas anderes forschen kann. Forschungsschiff. Das hätte ich schon längst mal machen können. Hätte sicherlich geholfen.
So. Hier müssen wir die Electronics reinmachen. Oh Gott. Alles bestätigt die traurige Wahrheit. Die Piranesi ist ins System gefolgt. Na, großartig. I am not dead yet. I will feed on your beautiful community. I will build my rebirth. Are you ready for your simulation? Ist schon recht, mein Bub. Ist schon recht. Ja, wie mache ich das jetzt? Das ist jetzt schwierig. Nennen wir es mal so. Oh Mann, ich dachte, es wäre endlich alles gut. What the fuck? Das Team hat einen Gegenstand gefunden, der offenbar all das technologische Wissen und die Theorien der Aschlangiten enthält. Dieses Wissen würde vermutlich unser bisheriges Verständnis der Realität verändern. Doch das werden wir nie wissen. Denn die Besatzung scheint sich gegenseitig umgebracht zu haben im Streit darüber, wem die Entdeckung zugeschrieben werden sollte. Das darf doch nicht wahr sein. Was zur Hölle ist... Wow, das nimmt jetzt hier aber gerade eben einen ordentlich düsteren Drift, ey, ich sag's euch. Was ist hier gerade eben passiert? Oh, bitte sag mir, dass der jetzt nicht schon wieder so endlose Waffen hat. Muss eventuell noch einen Sondenwerfer bauen. Wenn die jetzt hier in der 4 fertig sind. Komme ich vielleicht nicht um einen Sondenwerfer rum. Gna. Kann ich dazu bloß sagen, Gna. Wir bauen einen solchen Sondenwerfer. Sobald es halt Sinn macht. Diese vermaledeite Piranesi. Ich habe echt keinen Bock auf die, ich sag's euch. Noch bewegt sie sich zum Glück nicht. Irgendwo da, nee, das haben wir schon. Da ist auch nochmal irgendwo einer in der Nähe. Ja. Komfortable Transport, yay! Feiern wir uns dafür, dass wir jetzt endlich überall Eisenbahn haben. In diesem verschrottungswürdigen Gerät, das wir unsere Raumstation nennen. Eieiei. Ich sag's euch, ey. So, jetzt können wir das hier nämlich alles wegmachen. Und jetzt hier für den Weltraum, nicht die Außenbordschleuse, den Sondenwerfer hier hin.
Wie gesagt, der Gedanke ist jetzt dafür zu sorgen, dass das jetzt hier alles so läuft, wie ich mir das wünsche. Dass wir scannen können und gleichzeitig Raketenabwehr haben. Ja, das kann ja mal wieder nur großartig werden jetzt hier. Das Wissenschaftskonsortium von Sektor 1 hat eine Lösung für das Piranesi-Problem gefunden. Da wir nun endlich einen brauchbaren Exoplaneten erreicht haben, dient die Tikun keinem weiteren Zweck. Das Wissenschaftskonsortium schlägt also vor, während der Vorbereitungen für die Kolonisierung sollten die Sektoren der Tikun mit Batterien gefüllt werden. Sobald diese geladen sind und die Besatzung zum Ausstieg bereit ist, wird eine Flugroute für die Tikun berechnet, die sie direkt in die Piranesi einschlagen lässt. Die Zündung der gespeicherten Energie sollte ausreichen, um das SMK-Kriegsschiff zu zerstören. Administrator, für den Fall, dass es kein Leben mehr an Bord der Tikun gibt, bin ich als PA dieser Station berechtigt, sie zu ihrem Ende zu führen. Okay. Neues Ziel, das letzte Gefecht. Also, jede Menge Batterien da rein. Vielleicht sollten wir dann auch die großen Batterien an der Stelle in Betracht ziehen. Ich bin sehr gespannt, was das jetzt hier für mich bedeutet. Ich warte ja gerade eben immer noch darauf. Noch irgendwo sicherlich etwas, wo ich es scannen kann. Da. Okay, jetzt gehen wir nochmal in die 4. Ja, das sieht gut aus. Jetzt brauche ich hier halt nochmal eine Lagerstätte. Und zwar jetzt für das da. Uff, da, ich sag's euch. Also noch macht die Piranesi ja zum Glück nichts. Ob sie etwas macht, das erfahren wir beim nächsten Mal, Freunde. Und ich frage mich vor allem auch, warum das so lange dauert, bis jetzt hier endlich mal das Schiff gebaut wird. Es wird gebaut, es ist gleich fertig. Gut, danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, schöne Zeit. Tschüss und Ade.